Ja, moin moin Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge, nämlich der 7. Folge heute meines Missionen-Guides. Ja, ich bin hier auf Port Ulysar. Bin hier gerade beim Ausrüstungshändler. Ja, ist immer nett, wieder mal da zu sein, ne? Weiß ich, ist dein Spruch. Nun ja. Beim letzten Mal haben wir eine Mission gemacht aus dem Bereich der Nachforschung beziehungsweise aus dem Ermittlungsbereich. Man könnte auch sagen, wir haben uns da ein bisschen als Privatdetektiv oder Ermittler Geld verdient. Das war, glaube ich, 9000 gab es für die Mission. Und ja, ja. Von diesen Missionen haben wir heute keine. Diese Mission, die Delivery, da wissen wir ja, worum es geht. Abholen, liefern und kassieren. So. Bounty Hunter gibt es ja eine ganz eigene Serie von. So, dann hätten wir jetzt nur Mercenary noch übrig für uns und ja, das ist Söldnertum, Mercenary. Ja, wir übernehmen für irgendjemand anders irgendwelche Aufgaben, eben halt, wo er gerade kein Personal für hat. Zum Leid eines Söldners kann es sein, dass der Auftraggegner kriminell ist. Wenn er uns also einen kriminellen Auftrag gibt, kann es durchaus sein, dass wir am Ende unserer erledigten Mission mit einem fetten Crime-Stat dastehen und vielleicht sogar im Knast landen. Ja. Ist dann Pech, aber so ist es halt. Weil dann haben wir uns für die falsche Sache entschieden. Aber das hier ist was, was ist sonnenklar. Der Auftragträger Crusader Security, das sind die Guten. Die Ninetales sind die Bösen. Also nehmen wir diesen Auftrag mal an. So, den Call to Arms habe ich auch schon angenommen. Für den Fall, dass es hier dann eben halt noch ein bisschen mehr Geld gibt. Ja, dann fliegen wir mal zu unserem Auftraggeber hier hin. Weil wir haben dort einen Rendezvous-Punkt angegeben, zu dem wir erscheinen sollen. Ja, nehmen wir die Avenger. Dank dafür. Die Avenger, die ich hier habe, ist jetzt nicht in der Originalausführung, was das angeht. Sie ist mit anderen Waffen ausgestattet. Andere Cooler, andere. Was habe ich jetzt da auf A7? Okay. Andere Cooler, eben halt. Hauptsächlich Militärkomponenten, genau wie bei den Schilden und so. Weil ich da eben halt ein bisschen mehr Wert drauf lege, dass die Kiste einfach ein bisschen mehr Power hat. So, Tür auf zur 7. Ja, dann mache ich nochmal schnell oben das Schild weg. So. Und weiter geht's zur 7. Wie gesagt, wir haben jetzt bis zu unserem Rendezvous-Punkt noch 18,5 Minuten Zeit. Das heißt, wir können uns also in aller Ruhe darauf vorbereiten, in die Schlacht zu ziehen. Ja, was ist an Gegnern zu erwarten? Keine Ahnung. Ich denke aber mal, sowas richtig Riesengroßes, was wir mit der Avenger nicht schaffen würden, ist nicht dabei. Cutlass, vielleicht Freelancer, so als höchstes als Gegner. Oder eine Vanguard. Aber das dürfte alles noch mit unserem Vogel zu schaffen sein. So. Als erstes gehe ich mal in meine Waffen rein. Zwischen 3 und das. Dahin. Die 4 alleine. Okay. Dann denke ich mal, heute können wir uns das auch hier leisten, ein bisschen zu overpowern.
Komm, Power. So. Auf den geben wir Overclocken. Das sind die beiden Cooler. Unser Geschütze. Wir auch überpowern. Die Schilde auch. Alles overclocken. Sorry. Mit einmal Schluck auf. So, das wäre es schon mit dem Overpowern. Damit haben wir der Kiste ordentlich Nachdruck gegeben. Das heißt, schlagende Argumente, sage ich mal, ne? Oder einschlagende Argumente beim Gegner. So. Oh, mal schauen, ob der Vogel so vernünftig am Fliegen ist. Das wird mir oben angezeigt. Weapons habe ich da. Mache ich dort die Schilde hin. Ja. Weil der Gegner wird mir dann doch oben rechts ja angezeigt. Und falls ich noch was umstellen muss, habe ich das andere Fenster da ein bisschen. Ich kann ja springen. Dann sollte ich auch mal springen. Wenn man einen kleinen Waffentest. Waffen 1 und 2. Okay. Schießen unterschiedlich. So wollte ich es. So, jetzt müssen wir die Route. Und nochmal. So, jetzt dürfte ich. Hey, I'm assuming you're here for the op. I'm gonna be your handler. Just waiting for final clearance and then we can get started. Das ist irgendwie nicht unser. Das ist unser. Er muss jetzt erst mal ein bisschen Zeit runterlaufen, dass er dann weiter mit uns redet und uns das nächste Ziel vorgibt. Ja, während wir darauf warten, heißt es abwarten und Tee trinken. Also die Gelegenheit, noch einen Tee einzuschenken. So. So, here's how this is gonna work. I'll be here running the op over comms. You head to a patrol point, you clear it. I send you the next one. Jo, dann mach das mal. So. Das ist aber nicht mein Kontakt. Das auch nicht. Bremsen. Jetzt fliegen wir mal auf unseren Gegner zu. Überhitzt, aber schon tot.
So, da sind die nächsten Targets. Wie gesagt, die einzelschießende Waffe, das ist eine Vierer. Und das sind zwei Dreierwaffen. Die Vierer schießt ein bisschen weiter als die Dreier. Viel jetzt, das weiß ich nicht, aber... Da müsste ich nachgucken. Dreier schießen irgendwas um die 2200 und das andere müsste 3000 oder sogar 4000 sein. So. Ja. Die Attrition 4 hat 4000 Meter Reichweite und die Attrition 3 hat 2100. So, und da kann man ja dann ein bisschen vorschießen, besonders wenn man es dann getrennt hat. Ist genug des Nachschauens gewesen. Habe ich eben ganz schnell in den ja, hier mussten wir nur warten am Zielpunkt. Schnell reingeguckt in den Aircool Kalkulator. Da kann man seine Schiffskomponenten zusammenstellen. So. Mit der Geschwindigkeit schon mal wieder runtergehen. Langt für die Annäherung erstmal. Und wie man sieht, da trifft man schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, er will gar nicht treffen. So, das war dann eine Cutlass. Na komm, was fliegt denn hier noch rum? Das war, glaube ich, eine Mustang. Ich habe gar nicht so schnell drauf gucken können. Aber geht halt manchmal schneller, als man denkt. Ja, was man ruhig machen kann, ist, ich denke mal, das Overclocken von den Waffen nehme ich raus. So, das... Na komm. Überhitzen sie nicht ganz so leicht. Schilde und das kann so bleiben. So. Na komm. So. Wie man sieht, erschießen dann die Waffen ein ganz bisschen weniger. Also nicht ganz so schnell. Aber sie sind auch nicht so schnell am Überhitzen. So. Geschwindigkeit schon mal ein bisschen runternehmen weiter. Dass wir wieder auf Combat Speed so fast sind. Dann treffen wir auch besser. Ja, dann müssen die Hostis auch erscheinen.
Irgendjemand hat uns schon im Visier. Eine Cutlass Black. Und das ist eine Buccaneer. Okay, die Cutlass dürfte eher bei uns sein. Nicht anfangen hier rum zu zappeln. Nein. Shit. Zack, das war die Cutlass Black. Jetzt kommt die Buccaneer ran. Zack. Und da sieht man auch mit diesem kleinen Schiffchen so, dass das größte Ziel war jetzt ein Cutlass Black bis jetzt. In insgesamt 17 Minuten, sag ich mal, runde ich mal auf die Missionszeit hier. Haben wir 20.000 gemacht und das Schiff ist auch noch nicht mal so richtig groß verletzt, also beziehungsweise beschädigt worden. Ja, da kann man also, was das angeht, relativ gut mit der Avenger Titan Geld verdienen. Schauen wir doch mal hier. So, einmal Licht an. Ups, da ist er despawned. Tja, da hätte ich gerne näher reingeguckt. Aber was soll's. Ja, jetzt haben wir also... Ja, eigentlich ist es auch wie ein Bounty-Auftrag, ne? Bloß eben... History hier. Die Ninetales eliminiert. Ja, das war vorhin schon mal ein Versuch, aber da... Ist er hier abgebrochen? Es ist kein weiteres Ziel aufgeploppt. Nun, hier ist ein bisschen was an Zielen insgesamt gewesen. Wir haben unser Geld gekriegt. Und... Okay, Call to Arms hat er sich nichts getan. Muss ja auch nicht immer sein. Aber 20.000 ist schon guter Verdienst. Für, ja, knappe 17 Minuten war es. Und wenn man mal bedenkt, also, ja... Wirklich schwierig war das nicht. Definitiv. Ja. Ich hoffe, euch hat das kleine Video Spaß gemacht. Und ihr schaut dann mal wieder rein, wenn was läuft. Ja. Dann sage ich mal, bis denn dann und wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss.